Wir glauben an die Tora. Von wem ist die Tora? Von den Juden. Aber folgen wir die Tora? Nein. Die Tora ist entstellt worden, verfälscht worden. Wir glauben an das Evangelium, Al-Injil. Aber folgen wir Al-Injil? Nein. Das ist gefälscht, verfälscht worden. Deshalb hat Allah den Koran herabgesandt für die gesamte Menschheit. Für die Christen und für die Juden und für alle Menschen auf dieser Erde. Und der Koran ist das letzte Update für alle Menschen auf dieser Erde, bis zum jüngsten Tag. Und der Koran abrogiert alle vorherigen Bücher, löscht alle vorherigen Bücher. Wenn einer jetzt kommt und sagt, nein, ich will der Bibel folgen, kommt er ins Paradies? Niemals, der kommt für ewig in die Hölle. Ja? Wenn ein Jude sagt jetzt, ich will den Koran nicht folgen, ich folge nur die Tora, kommt er ins Paradies? Niemals, der kommt nur in die Hölle für Ewigkeit. Warum? Weil Allah die Juden und die Christen befohlen hat, im Koran den Koran zu folgen und an den Propheten Muhammad zu glauben. Wer das nicht tut und stirbt dabei, kommt er ewig oder für ewig in die Hölle. Der kann so viele gute Taten verrichten, der kann 100 Mal beten. Jetzt, wenn ein Scheich oder ein Gelehrter, der sich Muslim nennt, in der Öffentlichkeit kommt und sagt, die Christen kommen auch ins Paradies oder die Juden kommen auch ins Paradies, dann ist er Kafir. Warum ist er Kafir? Weil er Allah und seinen Prophet widerspricht. Allah sagt im Koran, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Ungläubig sind diejenigen, die sagen, dass der Messias Allah ist. Das heißt, Allah sagt, dass die Christen Kuffar sind. Und der Prophet Muhammad sagt in einem Hadith 156 bei Muslim überliefert, wer von den Juden und von den Christen von mir hört und nicht Muslim wird und stirbt ohne Islam, geht er für alle Ewigkeit in die Hölle. Jetzt noch was dazu. In Sura Nummer 4, Vers 47, sagt Allah im Koran, O Leute der Schrift, Christen und Juden, glaubt an den Koran, bevor ich euer Gesichter vernichte. Ja? Jetzt, wenn einer trotzdem kommt und sagt, nein, die Christen und die Juden kommen ins Paradies, dann ist er Kafir und Murtad gleichzeitig. Weil er dadurch viele Kinder, viele Muslime in die Irre schickt. Ja? Und noch was anderes. Ihr habt selber gesehen, dass einige Organisationen hier in Deutschland angefangen haben zu schmeicheln und die Christen frohe Weihnachten zu wünschen. Erstmal das ein Verrat gegen den Islam. Anstatt dass du ihnen gratulierst, du musst ihnen sagen, nimm den Islam an. Ja? Das ist erstmal Verrat gegen den Islam. Ihr wisst und jeder Muslim weiß, dass die Christen und die Juden Kuffar sind. Und wenn sie den Islam nicht annehmen, gehen sie für alle Ewigkeit in die Hölle. Jetzt kommt einer, der Hodja sich nennt und sagt, frohe Weihnachten. Ja? Das heißt, er sieht, dass die Leute in die Hölle kommen und sagt ihnen, Masha'Allah, macht weiter so. Herzlichen Glückwunsch zu euer Verderben in die Hölle. Ja? Ist er ein guter Muslim? Das ist ein Verräter. Ein Verräter und hat mit dem Islam gar nichts zu tun. Und vielleicht diese Tat bringt ihn aus dem Islam raus. Seine Tochter wird später einen deutschen Freund haben. Ja? Und er kann ihr nicht sagen, dass er ein Kafir ist. Sie wird ihm sagen, mein Vater, du hast mir immer gesagt, dass die Christen gläubig sind und ins Paradies kommen. Ja? Wie kommt es, dass du jetzt mir sagst, die sind Kuffar und ich darf keinen deutschen Freund haben? Und was noch schlimmer ist, wenn diese Menschen tatsächlich gläubig wären, warum trägst du Kopftuch?
warum betet ein Muslim oder eine Muslimin fünfmal am Tag? Die Gefahr ist sehr groß für unsere Töchter. Sie sehen klar, Sabine und Petra und. Die gehen in die Disco, die trinken Alkohol, die haben einen Freund und. Ja? Dann fragt sich eine Muslimin, warum soll ich Kopftuch tragen? Warum soll ich fünfmal am Tag beten? Ja? Warum muss ich mich quälen, wenn Petra und Sabine ins Paradies kommt, die nur schlechte Taten macht? Ja? Warum soll ich mich quälen? Und diese Verbrecher, die die Christen und die Juden als gläubig bezeichnen, erstmal, sie leugnen Allahs Wort im Koran, sie begehen ein großes Verbrechen gegenüber dem Islam, dass sie unsere Kinder in die Irre schicken, und drittens, sie haben den Islam verraten und die sind keine Muslime mehr.